Ja, so, und hier ist also Oliver Kalkofen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Chance haben, mal hinter die Kulissen zu schauen. Es war schon bis jetzt sehr interessant. Und was mich ja schon erstaunt, ist ein relativ großes Team, was hier eigentlich mitarbeiten muss, ne? Das ist das, was, glaube ich, immer falsch gedacht wird. Also seit es Kalkofens Mattscheibe gibt, denken die Leute, das ist doch ganz einfach, der stellt sich ja nur dahin und redet. Und dann, oder er zieht noch ein paar Klamotten an und fertig. Aber damit das wirklich so aussieht, ist das ist eine richtig, richtig aufwendige Geschichte. Und es dauert auch wahnsinnig lange, das vorzubereiten, nicht nur die Sachen zu finden, so zuzubereiten, dass das in einem kleinen Ausschnitt funktioniert, die Klamotten zu finden, in meiner Größe nachzumachen, ansonsten die Maske richtig da zu finden, Perücken zu finden, die so sind, dann hier wirklich das Licht ungefähr so nachzustellen, dass es passt, dann oben das alles so zu machen, dass das dann am Ende zusammengebastelt werden kann, was da in der Regie geschieht, weil habe ich sowieso gar keine Ahnung, das ist viel zu kompliziert, aber es ist wirklich ein riesen, riesen Aufwand, auch wenn man nur eine Person vor der Blauwand im Grunde sieht. Ich habe mich natürlich vorher ein bisschen mal schlau gemacht, mal den berühmten Werdegang mal durchgelesen. Also wenn ich mal sehe, dass du gelernt hast, Fremdsprachenkorrespondent, ist das ja richtig? Ja. Der Wikipedia-Eintrag, der stimmt, ja? Der stimmt. Also gut recherchiert. Ja. Dann ging es zum Radio. Und was war dann der Grund, eigentlich mit dieser Geschichte anzufangen, dass man mal Fernsehsendungen kritischer anschaut und sie dann in dieser Art und Weise wirklich, ich sag mal salopp gesagt, auf den Arm nimmt? Das ist ja noch relativ, ich sag mal, harmlos ausgedrückt, ne? Also es ist zu Hause immer so richtig geärgert, dass auf einmal, das kann ich mal besser oder die ziehe ich mal so in den Kauf? Also es gab erstmal keinen Masterplan, den ich hatte, der mir sagte, das und das möchte ich später mal machen. Ich bin mit dem Fernsehen als Freund aufgewachsen. Also das Fernsehen habe ich geliebt und im Grunde tue ich es ja auch immer noch. Ich habe wirklich jede Sendung, es gab ja nur sehr wenig, die uns zugeteilt wurden damals, als wir nur zwei richtige Programme hatten, aufgesogen und alles geguckt und habe auch Spaß gehabt. Und es war auch so mein die Flucht aus der tristen Realität so raus, ne? Ob man bei den Cartwrights auf der Ponderosa oder nun auf Raumschiff Enterprise mitgedient hat, ganz egal, das war halt das für mich ganz was Besonderes. Und irgendwann, als das Privatfernsehen dazu kam, war es erstmal ganz schön mit viel Unterhaltung und irgendwann merktest du, aber irgendwie wird es immer blöder und irgendwie werden wir immer mehr verarscht und irgendwann kam so der Gedanke, ey, das möchte ich auch mal sagen, also ich möchte auch mal sagen, was mich ärgert. Und zu der Zeit war es nicht üblich, also in den Anfang der 90er gab es das nicht, dass irgendwie über die Medien kritisch in den Medien berichtet wurde. Und so fing ich im Radio, als ich da zufällig gerade in dem Moment war, mal an mit Kalkofes Mattscheibe als Radioversion, wo ich einfach das sagte, was der Zuschauer denkt zu Hause, wenn er auf dem Sofa sitzt. Und auch so drastisch, also und auch mit solchen Worten. Und dann möglichst aber schön, schön ausgerückt und schön formuliert. Und daraus entstand das. Und daraus ist dann aber auch erst mit der Zeit diese wirklich ganz eigene Form geworden, die wir heute hier sehen, weil es hat alles ganz anders angefangen, aber hat sich jetzt über fast 20 Jahre entwickelt. Im Nachhinein doch erstaunlich, dass ProSieben, der Privatsender, dass die überhaupt einen Platz gegeben haben, wo man das mal machen konnte, weil das ist, habe ich so in Erinnerung gehabt. Ne? ProSieben ja war ja mal damit der erste Partner, dann ging es rüber zu PayTV, war andersrum, es fing an bei Premiere damals, das waren die ersten da viele Jahre, dann kam ProSieben und dann jetzt zu Tele5. Das Ding ist eigentlich ja folgendes, den Sendern ist es im Grunde auch egal, wenn du sie selber fertig machst, Hauptsache es ist erfolgreich genug. ProSieben hat sich schon immer nicht ganz so ernst genommen und hat auch die Prominenten, die sie da geholt haben, nicht so ernst genommen. Da sind dann die anderen Sender schon etwas mehr dabei, dass sie versuchen, die noch zu schützen. Das ist ProSieben eigentlich immer alles eher wurscht gewesen und deswegen haben sie auch die Mattscheibe gemacht, aber wenn das dann eben auch kein solcher Riesenerfolg ist, also wenn der Erfolg nicht größer ist als das, über das du dich lustig machst, hast du es dann halt doch schwer. Und so gesehen bleibt dann am Ende das Problem, es traut sich kaum ein Sender, das zu machen, weil es eben dafür dann nicht, es ist kein Wetten, dass, es ist kein Topmodel, es ist kein DSDS oder sonstiges und es ist eine Sendung, die sich im soliden, tollen Mittelfeld befindet und immer im erfolgreichen Teil, aber dieses Mittelfeld bricht halt weg, im Fernsehen wie in der Wirtschaft und überall und so ist es hier eben auch. Und dann sagen die Sender, dann trauen wir uns ja lieber nicht, dann lassen wir das lieber, bevor dann irgendwie die Heidi Klum sauer wird oder irgendwer anders, dann verzichten wir lieber auf den.
Tele 5 ist für mich jetzt so ein bisschen so der Anarcho-Sender geworden, würde ich mal sagen. Ich habe mal ein gutes Interview gelesen, wo man so sagt, wir wollen definitiv anders haben, wir sind auch bereit, experimentieren und wir haben auch den langen Atem, mal was zu machen. Und ich glaube, da fühlt ihr euch ziemlich wohl, oder? Ich bin absolut glücklich, weil das ist so für mich wie damals bei Premiere. Da durfte ich auch machen, was ich wollte, mehr oder weniger, also inhaltlich. Und durfte mich echt austoben, weil die waren glücklich, wenn sie was bekommen haben. Und das ist hier jetzt auch so. Und das ist etwas, was es bei den anderen Sendern wirklich kaum noch gibt. Also egal, welchen man da jetzt nimmt, ob es die Öffentlich-Rechtlichen sind oder ob es ProSieben, Sat.1 oder RTL ist, ob es eine Sendung wie meine oder eine andere ist, wenn die fertig ist, dann geht es bei den anderen Sendern eigentlich darum, oh Gott, was machen wir damit? Jetzt müssen wir es auch noch senden, verdammt. Also produzieren geht noch, aber senden ist scheiße, weil du musst das dann, wo bringst du es, dass es auch richtig erfolgreich ist, dass es auch genug Quote hat, dass er, und dann, wenn es einmal eine Woche nicht richtig läuft, ist die Panik groß und so weiter. Und es macht also wirklich keinen Spaß und du kannst da auch nicht schnell reagieren. Und Tele 5 ist wirklich ein Sender, der gesagt hat, wir machen das. Für unsere Zielgruppe und für unsere Menge ist das sehr erfolgreich und wir sind damit echt richtig glücklich. Und die sind aber auch flexibler. Also die können auch mal eine Sendung 5 Minuten verlängern oder irgendwie sagen, wir machen jetzt noch ein Special rein und so, weil sie eben auch gemerkt haben, es muss nicht alles in diesen rigiden, starren Formen sein. Der Inhalt ist eigentlich noch immer das, was am meisten zählt und zählen sollte. Und so ist da momentan der wunderbare Tummelplatz, um wirklich mal so ein bisschen Irrsinn wieder fließen zu lassen. Und bisher hat sich fast alles bewiesen. Also alles das, was wir da uns ausgedacht haben und was da entstanden ist, ist gut geworden und ist gut gelaufen. Ob es die Nichtgedanken noch nebenbei waren, ob es Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten waren. Alles Sachen, die einfach nur aus einer Idee entstanden sind. Keiner wusste wirklich, wie es wird und was man damit macht. Und es ist schön geworden. Und so entsteht eigentlich schönes Fernsehen. Und das könnten die anderen auch, sie trauen sich nur nicht. Also hört sich nach sehr viel Bauchgefühl auch an, sag ich mal. Bauchgefühl irgendwo mal nach dem Bauch, mal ohne Marktforschung, ähnliches, direkt mal raus und auch nicht die Quote alleine, um Gottes Willen. Also Marktforschung und andere Sachen sind für kreative Dinge der Tod. Also man kann ja auch nicht gehen und den Leuten sagen, was wollt ihr denn sehen? Wenn sie es wüssten, würden sie selber Sendungen machen oder selber Bücher schreiben oder so. Man muss sie ja immer wieder überraschen. Und es ist auch nicht so, dass das Publikum, wenn eine Sache gerade erfolgreich war, dass das heißt, das wollen wir jetzt immer jeden Tag sehen. Ganz im Gegenteil. Das hat gezeigt, wir haben etwas Neues gemacht und die Leute überrascht und dadurch war es ein Erfolg, was beim Fernsehen wie fast überall immer den falschen Umkehrschluss bringt, wie das war erfolgreich, dann machen wir das Gleiche jetzt immer wieder. Totaler Quatsch. Zu sehen, das hat was gebracht, jetzt müssen wir was anderes, Neues, für eine neue Überraschung sorgen. Das ist eigentlich das, was man denken sollte. Also wir sind jahrgangsmäßig ziemlich nah beieinander. Ich kenne auch noch Bonanza und die Wiki und solche Sachen, die liefen dann um 17 Uhr und San Francisco, Straßen von San Francisco liefen um 22 Uhr. Mittlerweile laufen sie auch im Vormittagsprogramm, vielleicht sogar noch sonntags. Wenn ich überlege, was sich da in diesen 30 Jahren getan hat im Fernsehen, wird ja mir ein bisschen Angst und Bange, was in den nächsten 10 Jahren. Wie tief soll es eigentlich noch sinken oder was könnte wohl noch passieren? Denkst du, dass viele Leute sich wirklich vom Fernsehen wegwenden werden? Also ich kenne es aus meinem Tagesgeschäft ja, dass es Leute gibt, die sagen ganz klar, ich gucke kaum noch Sender aus der Serie oder aus dieser Reihe. Ich gucke noch die Tagesschau und wenn ich mal einen Film brauche, dann gehe ich in die Videothek oder demnächst mache ich das online. Und die Shows, die sind sowieso seit 10 Jahren die gleichen irgendwo. Das müssen ja die Sender irgendwann mal merken. Man hat ja auch generell Zahlen, dass es deutlich weniger werden. Ja, aber sie merken es ja leider nicht wirklich. Also nein, nicht wirklich. Und sie kommen immer wieder auf die falschen Schlüsse, weil genau das ist das, was man wirklich überall hört. Also man kann überall fragen. Es gibt nur keine Erhebungen oder sowas jetzt dazu, weil man hat immer eine Quote, weil immer Leute einschalten. Und es gibt dadurch auch immer einen Marktanteil. Aber die Leute, die Fernsehen lieben und die es irgendwie wirklich toll finden und gerne gucken und gezielt gucken, die wenden sich fast alle ab. Alle, die sich abwenden können, weil sie die Möglichkeiten haben, weil sie sich dafür interessieren, die sagen, ich bin ja nicht so blöde und schalte noch irgendwie live ein. Es wird aber immer eine riesige Masse geben von Menschen, die das nicht tut, weil sie es A nicht können, nicht wollen, es ihnen nicht so wichtig ist, sie nicht das Geld, nicht die Möglichkeit, nicht die Zeit haben. Das ist einfach immer noch die ganz große Masse. Und das sind die, denen wird halt der Kübel einfach vor die Füße geschüttet. Und wenn man jetzt mal sieht, was in der Zwischenzeit sich entwickelt hat, ist das so bitter und so schlimm. Wir erleben es hier, wenn wir die Mattscheibe drehen, hautnah und stehen immer wieder kopfschüttelnd davor und man glaubt es nicht. Wenn früher zu unserer Zeit wirklich noch diskutiert wurde, ist es zu brutal, wenn bei Bonanza mal geschossen wird oder und die Enterprise oder sonst irgendwas und wo über jede kleine moralische Geschichte wirklich nachgedacht und diskutiert wurde. Was heute am Nachmittag
geboten wird, wo niemand drauf guckt. Also als wirkliches Beispiel, was wir gerade hier hatten, war mittags um 12, um 14 Uhr mitten im Leben und pures Leben, davon die eine Sache bei Sat.1, hat eine Geschichte dann gehabt vom Amtsrichter Gassmann, der neben seinem Job als Pimmelmodel arbeitet und seinen Lümmel fotografieren lässt von frustrierten Hausfrauen in Hotelzimmern und dann posiert, indem er mit Hose auf Halbmast seinen Lurch in ein Hotdog-Brötchen legt und dann danach in einen Obstkorb und weil einer anpacken will, gibt's Ärger. Das ist eine Geschichte, die am Nachmittag ganz normal, also man sieht zwar den Wurm nicht, aber die Geschichte, die wird einfach, das ist eine Stunde, das ist ganz normal und das wird, da ist keine Selbstkontrolle oder sonst was, da ist niemand und sagt, abgesehen davon, dass wir gar nicht dass man mal fragen sollte, ob das jetzt für Kinder und für Jugendliche eigentlich eine gute Zeit ist, um so eine Geschichte zu bringen. Es kommt auch keiner und sagt, diese Geschichte ist noch nicht mal eine Geschichte, die ist geisteskrank, die ist scheiße, die ist furchtbar, die ist gespielt von Vollidioten, die nicht spielen können ohne Licht in irgendeinem verkackten Hotelzimmer. Das ist alles nur Dreck, das ist ein Riesenhaufen Dreck und da ist nicht ein Fitzel dran, der eine Existenzberechtigung hat. Niemand will das sehen, niemand will das machen, die Macher wollen es auch nicht. Das ist keine Geschichte, die einen Anfang und ein Ende hat, die irgendwie noch irgendetwas mit Fernsehen zu tun hat. Sie füllt nur einen Sendeplatz für wenig Geld und am Ende bleibt noch irgendwas über. Und das ist nicht das, was das Fernsehen als Medium verdient hat und das ist nichts, was wir alle verdient haben. Und das geschieht tagtäglich über viele Stunden und das macht das Fernsehen eigentlich einfach an sich kaputt. Das heißt also, wenn du jetzt euch fällt ja, jeden Tag könnt ihr euch ja 10 neue Themen wieder anfangen. Also ich habe ja jetzt hier auch gerade ein bisschen geschaut, was hier so an Themen sind. Ich fasse es ja manchmal wirklich nicht. Ich habe bei mir im Auto habe ich so einen kleinen Fernseher drin und wenn ich den schon mal an der Ampel anmache und ich habe mal die Privaten drin, also da läuft ja dauernd irgendeine keifende Blondine rum, die reden ja überhaupt nicht mehr normal. Das ist ja wirklich Standard. Und das darf man ja sich auch nicht wundern, wenn da Generationen nachwachsen, wo man im Extremfall sagen müsste, naja, wundert euch nicht, wenn die auch ähnlich davon abfärben etc. Man darf eins selber, da wird ewig diskutiert. Genau, aber eins darf man ja nicht vergessen. Also ich meine, wenn du Fern siehst oder Filme siehst oder Bücher liest, das nimmst du ja auf. Und das ist etwas, was irgendwo ja bleibt und wo du Dinge. Also ich habe aus den Fernsehsendungen und aus den Filmen mehr gelernt als aus der Schule, weil da habe ich viel mehr von Themen oder so gehört, die interessant waren und Worte oder wie man sprechen kann und ja und Fallensweisen und so weiter. Wenn man heute einfach den ganzen Tag, wenn man anmacht, nur noch Leute findet, die sich anbrüllen, nicht richtiges Deutsch sprechen und geisteskrank sind, dann bleibt einfach nur das hängen. Nicht mal bewusst. Also, aber man hat ja gar keine Vorbilder und das meine ich jetzt gar nicht so, dass man denen nachrichtet, sondern nur welche, wo nur Menschen, die noch nach irgendeinem, wie auch immer gearteten moralischen Empfinden, wo ein Gut-Böse, ein Falsch-Richtig zeigen oder sonst was, sondern nur Menschen, die man nicht kennenlernen möchte, wo man nur hofft, hoffentlich gibt es die nicht wirklich und wo der einzige Sinn und Zweck ist, dass man als furchtbarer Zuschauer zu Hause sitzt und sagt, okay, die sind noch scheißer wie ich. Und das kann nicht der Sinn sein und irgendwann kriegen wir den Bumerang wirklich zurück, weil das wird das, was wir früher gesagt haben, Fernsehen verblödet und das war dann immer nur aus dem nicht, wenn mal etwas nur unterhaltsam und nicht bildend war, weil früher war immer dieser Bildungsfernsehansatz, ne, immer dabei. Heute haben wir es wirklich. Also heute ist es einfach so. Heute muss man nicht mehr darüber diskutieren. Heute verblödet es wirklich. Also keine gute Perspektive im Moment, ne? Nee, keine gute Perspektive. Die guten Perspektiven kommen immer aus den wirklich kleinen Ecken. Wie immer, wo sich sehr ein Aufstand kommt, immer aus kleinen Zellen irgendwie. Und das ist jetzt eben momentan ein Sender wie Tele5. Das ist sowas wie einige Pay-TV-Kanäle, die Möglichkeiten, dass du plötzlich über Internet oder Pay-TV Sachen aussuchen kannst und so sehen kannst, dass du nicht ganz verarscht wirst, nur die ganze Zeit und so weiter. Aber die großen Sender haben es noch nicht kapiert. Und ich weiß auch nicht, ob sie es überhaupt kapieren und ob man darauf hoffen sollte. Aber es ist traurig, weil es ist eigentlich schade ums Medium und auch um die Leute, die, wie vorhin erwähnt, nicht die Möglichkeit haben, auszuwählen oder anderes zu sehen und denen man wirklich tagtäglich so eine Frechheit einfach vorsetzt.
Also im Moment ist ja Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen, weil das Dschungelcamp läuft ja. Ich lese ja auch einmal abends oder nachts, wenn es läuft, dann live auf Facebook dann deine Beiträge und die Kommentare dazu. Das ist ja schon sehr amüsant. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, auf jeden Fall mal die Facebook-Seite Oliver Kalkofen zu abonnieren. Ne? Ihr habt schon über 100.000, glaube ich, die schon folgen und es werden stündlich mehr. Ja, es wird wirklich, es wächst jetzt gerade enorm an und da bin ich echt stolz drauf, weil es ist nicht wie bei Georgina Fleur, dass man, wenn man da guckt, irgendwie zwei Drittel aus Asien oder Afrika kommen, sondern die sind wirklich alle handverlesen und sind, ich habe bei null angefangen und keine dazu gekauft oder geworben oder sonst was, sondern die wirklich, und da freue ich mich auch echt immer drüber, wenn ich wieder gucke und sehe, ah, wir sind wieder mehr geworden, weil das schön ist, dafür mache ich es ja. Und das macht auch deswegen Freude, weil ich mache das wirklich selber, ich betreue die selber und ich mache das jeden Tag selber und wenn sowas ist wie Dschungelcamp, dann mache ich jeden Tag die Kommentare selber, sitze ich zu Hause und renne immer hin und tippe zwischendurch was, weil das ist, A, ist eine schöne Übung, zweitens macht es einen verdammten Spaß, sich selber so sagen, ich muss das zusammenschreiben und da bezahlt keiner für und das ist nichts irgendwie, nicht kommerziell, es ist wirklich nur Spaß und das versuche ich aber auch mir immer noch irgendwie so dabei zu behalten. Ich habe das Ganze aus Spaß angefangen und ich will es auch nur noch machen, solange es Spaß macht und zwischendurch muss man mal aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil man dann einfach merkt, scheiße, jetzt macht es keinen Spaß mehr, weil ich einfach zu viel gemacht habe und mal schlafen muss oder so, aber diese Grundtriebfeder, die soll auch bleiben. Okay, wir haben uns überlegt, mal eben 10 Fragen auf dem Flug hierhin nach Berlin. Ja. Fangen wir mal an. Ich habe vorhin gesehen, du hast da so einen neuen Lieblingsperson, Michael Wendler. Und zwar habe ich mir überlegt, wir lassen dir mal so 10 Sätze. Fangen wir mal an. Du bringst uns immer zu Ende. Ich versuch's. Michael Wendler ist ein... Ist ein Mann mit bestimmtem Artikel, was nicht viele haben. Und ein Mensch, einer der wenigen Menschen, der vielleicht wirklich zu Hause einen Zauberspiegel hängen hat, der ihm einen anderen Wendler zeigt, als den der Rest der Welt sieht. Auf jeden Fall, ich glaube, er ist aber wieder frisch in sich verliebt und das freut mich für ihn. Ja, das ist schön für ihn. ARD und ZDF machen. Machen leider nicht das, wofür wir sie bezahlen und was sie tun sollten, denn eigentlich sollten sie innovatives, frisches Fernsehen bieten und uns jeden Tag überraschen, anstatt Sendungen zu machen, die aussehen, als wären sie schon vor 30 Jahren veraltet gewesen und nur Programme der anderen hinterher zu laufen. Sie sollten sich eigentlich jeden Tag vor den Nachrichten kurz hinstellen und sich bei dem Publikum entschuldigen und sagen, es tut uns leid, wir können es gerade nicht besser, aber danke fürs Geld. Wir haben euch trotzdem lieb. Die privaten Sender sind für mich? Fluch und Freude gleichermaßen, denn eigentlich kamen sie und meinten etwas Gutes, indem sie uns nämlich wirklich auch etwas mehr Spaß und Unterhaltung brachten. Aber wie bei allem, was kommerziell ist, haben sie sich selber aufgefressen und wissen jetzt nicht mehr, wo Anfang und Ende ist und haben leider das ganze System am Ende ruiniert und die Öffentlich-Rechtlichen, die eben anders ticken, gehen auch nicht dagegen, sondern machen ihren eigenen Irrsinn weiter und laufen hinterher. Ja, und somit ist es schade. Alles, also genauso wie wir haben gesehen, dass der Kommunismus nicht funktioniert, aber wir sehen leider auch, der Kapitalismus reitet sich auch immer in die eigene Scheiße und dass das beim Fernsehen auch so ist, ist schon schade. Schläferz ist die schönste Sendung aller Zeiten, auch wenn sie sich mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten beschäftigt. Aber da wir alle, wir alle kennen schlechte Filme, wir haben die früher sogar im Kino gesehen und Geld bezahlt und dachten, es wären gute. Und es macht viel Spaß, auch schlechte Filme zu sehen, genauso wie auch schlechtes Fernsehen, wenn man sich darüber nämlich lustig machen darf und wenn man es einfach umkehren darf, wenn man es nicht so ernst nimmt wie die Macher selber und das dann auch feiert. Die besten Filme aller Zeiten behaupten alle zu haben. Wir sagen stolz und ehrlich, das ist halt nur ein Kackhaufen, aber wir sprühen Gold drauf und machen Sahnehaufen daneben und machen was Eigenes da und veredeln das. Ja. Lothar Matthäus bewundere ich. Nicht wirklich. Punkt. Nein. Ja, ich bewundere ihn ähnlich, weil er ist der Wendler ohne Singen und ist sehr ähnlich. Also auch jemand ist auch jemand, der auch den falschen Spiegel hat und sich irgendwie und nicht merkt, ähnlich wie auch Boris Becker oder andere, die es da gibt, wo es einfach mal gut wäre, wirklich einfach mal die Fresse zu halten. Und man muss nicht, auch wenn man mal berühmt war,
es gibt keinen Grund, dass alle Leute das ganze Leben von einem wissen müssen. Die wollen es gar nicht mal. Also sie sind, man ist auch mal froh, wenn man mal den Menschen nicht beim Kacken gesehen hat. Es muss nicht sein. Aber das weiß ich auch nicht, wie man es denen klar machen kann. Am besten entspanne ich. Bei einem schönen Film oder einer schönen Serie zu Hause, aber dann eben nicht im Fernsehen live geguckt, sondern auf Blu-ray oder aufgezeichnet und dazu einen schönen Rotwein und nicht arbeiten müssen und einfach Ruhe haben. 3D-Filme, finde ich. Im Grunde gut, leider wie bei allem, wenn es dann zu viel wird und wenn es dann nicht gut gemacht ist, nervt es einen. Dazu ist es die vielen Techniken, die dazukommen. Ich habe es auch zu Hause, aber dieser Aufwand, den du da machen musst und mehrfach schon, dass es nicht funktioniert hat und dann ist irgendwie der Spaß weg. Im Grunde ist es eine schöne Idee und die Filme, die was Positives draus gemacht haben, sind super und denen hat es auch einen echten Mehrwert gegeben. Also ich bin keiner, der sagt, das ist alles scheiße inzwischen. Nö, wenn es toll gemacht ist, finde ich es gut. Aber einfach jeden billigen Film oder auch sowas wie Sharknado noch nachträglich in 3D, der ist schon in 2D scheiße. Der wird in 3D nur noch zum Greifen scheiße, aber es wird nicht besser. Das ist Quatsch. Ein Heimkino bei mir zu Hause. Ist mir ganz wichtig und habe ich auch und habe ich aber schon lange. Ich war einer der, ich habe mein Fernseher erstes, Fernseher, also einen großen Fernseher. Das ist ein Fernseher und Surround-Anlage und alles. Ich war einer der Ersten, der, als er hörte, dass es sowas gibt, damals mein allererstes Geld habe ich für Geräte ausgegeben und wollte mir so eine Surround-Anlage selber bauen. Da waren dann noch Leute von FFN damals, die wirklich mit alten Autolautsprechern und sonst was versucht haben, das mir so nachzubauen. Mhm. Und von meinem ersten selbstverdienten Geld habe ich mir dann später eine Bang & Olufsen Surround-Anlage für Video und so gekauft. Das waren ja die ersten quasi, die so eine Heimanlage hatten. Inzwischen alles andere Geräte und so weiter, aber das war mir schon immer ganz wichtig und finde ich auch immer noch super, dass man zu Hause das so nah wie möglich ans Kino rangehen kann. Ja. Man wählt sich das Programm selber aus. Ja. Alles klar. Ich sage vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und wünsche weiterhin viel, viel Erfolg. Danke, es gibt noch viel zu tun. Ja, so ist es. Danke. Ciao.